Willkommen zum Video. Wir sind wieder in Spanien. Letzter Tag heute. Und heute nochmal Ufer-Session, bevor wir morgen dann nach Hause fahren. Oder fliegen, besser gesagt. Denn da geht unser Flieger und dann ist hier Ende. Aber heute nochmal Ufertour. Gestern vom Boot bei Rafa war natürlich richtig geil. Heute werden wir versuchen, da vielleicht auch ein paar Dinge von anzuwenden, die wir da gemacht haben, um zu gucken, ob die auch vom Ufer funktionieren. Und wie die Bass hier darauf anspringen. Also wollen wir mal starten. Ich habe mir schon mal so einen Softjack montiert. Das ist ja der, der gestern auf jeden Fall bei mir am besten lief. Und wir gucken jetzt mal, ob der vom Ufer hier genauso funktioniert. Und vor allem am anderen See. Also hoffen wir, dass die hier genauso Bisse liefern, auch vom Ufer wie vom Boot aus. Wir können natürlich jetzt hier nicht so viel Strecke machen. Das ist natürlich ein Nachteil, den wir gegenüber gestern haben. Da haben wir natürlich deutlich mehr Strecke machen können, indem wir halt immer nur ein Boot abgeworfen haben. Aber wir wissen ja von vorgestern, dass wir hier auf jeden Fall Fische in der Bucht haben. Mal gucken, ob sie heute in Beißlaune sind. Ich habe Angst vor Spinnen, das weißt du schon. Wenn dich jetzt eine Spinne gebissen hat, dann gehe ich hier nicht mehr durch. Wo hat die dich denn gebissen? Wie, an der Hand hat die dich gebissen? Das ist ja richtig dick. Aber du siehst nicht gut aus. Ich hatte zwei Nachläufer, Josh. Ja. Ich hatte zwei Nachläufer auf Softjerk, aber der hat immer so 1,5 Meter Abstand gehalten. Bester Weg. Spanischer Dschungel hier, du. Ich sehe dich nicht mal mehr, Josh. Ich muss ja erstmal durchkommen. Nächstes Mal nehmen wir eine Machete mit, Josh. Dann können wir hier leichter durchlaufen. Dann schlagen wir die spanische Pampa hier einfach kurz und klein. Aber alles für den Bass. Hast du? Josh, on a crank. On a crank. On the crank, Josh. Da ist der Fisch eingestiegen. Ich habe jetzt gedacht, ich mache mal ein bisschen Powerfishing. Es ist warm geworden. Gestern auf dem Boot hat der Rafa uns auch gesagt, wenn es wärmer wird, ne, könnt ihr euch ein bisschen Gas geben. Die Fische werden dann auch aktiver. Ja, habe ich jetzt hier so einen kleinen Nace Crank. Was heißt klein? Das ist die größte Größe. Den habe ich relativ schnell hier durchgeführt und dann kam auch relativ zeitnah der Biss. Ja, den Crank hat er sich schmecken lassen. Ziemlich schockige Farbe. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Dustin, verzeih mir. Auf jeden Fall ziemlich schockig, aber ich habe gestern gesehen, dass hier relativ viele Leute super schockig fischen, obwohl das Wasser super klar ist. Ja, habe den relativ schnell so geburnt, immer mal so gezogen, wieder stehen lassen, gezogen, stehen gelassen und dann kam der Biss. Anscheinend haben sie Bock auf Action. Josh, also mit dem ersten Fisch. In der Mittagszeit hier schon. Aber ich habe jetzt hier ja mal gerade mein Chatterbait mal dran geknotet. Ich habe schon auf Crankbait gefangen, ein bisschen aktiver. Chatterbait haben wir gestern auch in der Mittagszeit ein paar Fische gefangen. Also werde ich jetzt auch versuchen, hier ein bisschen aktiver zu angeln. Gerade mit Softjerk zwei Nachläufer gehabt. Aber der ist immer auf Sicherheitsabstand geblieben und kam da nicht so richtig ran. Immer so 1 Meter dahinter geblieben. Nur zum Gucken, aber nicht zum Beißen. Aber wenn Sie jetzt vielleicht aktivere Köder haben wollen, dann versuchen wir da. Zur Not haben wir auch noch Crankbaits oder andere Spinnerbaits vielleicht auch noch. Mal gucken, vielleicht in der Wärme jetzt ein bisschen aktiver fischen. Jetzt auf jeden Fall eine Stelle mit richtig, richtig viel Cover. Ihr seht die ganzen Bäume, die unter Wasser stehen. Da haben wir natürlich hier teilweise kurze Würfe, die wir ins Cover reinmachen. Mit dem Softjerk können wir das ja langsam ausangeln. Und wenn da irgendwo einer drin steht, dann sollte man den auf jeden Fall rauslocken können. Und das versuch's weiter mit Crankbait erstmal. Wird wahrscheinlich schwer, hier in den Bäumen zu angeln. Aber hier Offset mit dem Softjerk können wir da ganz gut durchfischen. Und dann mal gucken, ob wir hier noch Aktion bekommen. Nachdem Josh ja gerade den ersten Fisch schon gefangen hat. Wir werden uns hier einfach permanent uferlang angeln. Aber so ganz falsch können wir nicht sein, weil dahinter im Busch hier sind auch schon welche mit einem Weißboot. Die angeln jetzt da, wo wir gerade geangelt haben und angeln jetzt die ganze Bucht auch nochmal ab. Also werden wir da schon halbwegs richtig gewesen sein. Die ganze Uferlinie geht auf jeden Fall hier so weiter. Überall diese versunkenen Bäume, Büsche, Steine reichen auch bis knapp unter die Wasseroberfläche. Aber mit dem Softjerk kommen wir da echt gut drüber. Wenn wir den da langsam drüber sliden lassen, schießt vielleicht einer von unten raus. Auf den Felsen kann ich mir erstmal hier draufstellen wie so ein Fischreiher. Dann sehe ich auch die Fische. Direkt die erhöhte Position nutzen hier. Hast du einen gesehen? Also auf dem Stein. Auf dem Stein da hinten? Ja, auf dem Stein. Nee, uns hat er nicht gesehen. Es sei denn, der dachte, wir sind Geier. Kra! Kra! Kra!
So, wir sind wieder am nächsten Spot angekommen, bisschen weitergelaufen. Wir haben jetzt hier richtig weit abgeangelt von der Bucht, wo wir gestartet haben. Da haben wir ja vorgestern schon gefangen, Josh hat heute auch da gefangen. Wir sind heute aber einfach weitergelaufen. Haben jetzt über eine ganze Strecke an so einem relativ flachen, unbewachsenen Bereich geangelt. Waren zwar zwischenzeitlich immer mal wieder so Coverstellen, aber sehr, sehr steinig, sehr flach. Wenig Cover. Jetzt hier wieder, ihr seht es, Cover im Hintergrund. Ein paar Bäume. Mal gucken, wenn ich sie noch versuchen und dann wieder zurück zur Bucht, weil hatten wir am Ende des Tages dann letztes Mal zumindest den meisten Erfolg. Und ihr wisst, never change a running system. Alter, hier, zwei Bass. Junge, direkt gut, Alter. Ich hab, oh nee, er kommt. Arbein! Hammer! Da ist er, kleiner Bass, angeworfen und dann hat er sich den Köder geschnappt. Soft Jerk, also auch hier erfolgreich. Bueno! Ich stand hier wie so ein Kormoran und hab da die zwei Bass langschwimmen sehen. Zack, hingeworfen. Und dann sind sie erst gespookt, aber ich glaube, die haben einfach einen größeren Bogen geschwommen, weil der eine dann zurückkam, als er den Jerk gesehen hat. Und einfach Bams, Volley eingesammelt, angeschlagen. Und auch für mich der erste Bass heute. Schnell hier durch die Büsche durch. Josh hat den nächsten Bass. Alter, gut geplatzt, Josh, ist gut, oder? Oh, auf Softjack. Unter dem Baum. Unter dem Baum, im Schatten. Tja, next one, wieder Softjerk. Ich weiß nicht, ob man das von hier sieht. Sonst verpennt die gleich meine Aufnahme. Da vorne die Bäume im Wasser. Ich habe da quasi drüber geworfen, die Schnur rüber gehoben und habe dann unter den Bäumen hergejerkt. Und ja, plötzlich wird die Schnur straff. Dann habe ich noch kurz so gegengefühlt, habe gemerkt, es ist Fisch dran. Angehauen. Da hing der kleine Kamerad. Ja, wenn die bei Josh auf Softjerk beißen, dann bleiben wir halt dabei. Also Crankbait-Rute wieder weggepackt. Und wir machen jetzt auch hier Softjerk-Aktionen und gucken, ob wir das hier kopieren können. So, direkt schon wieder. Ich habe gesehen, gerade beim Einholen hatte ich hier einen Follower und habe den dann einfach mal so absinken lassen, den Köder. Wieder den Softjerk. Er ist natürlich sofort weggeschwommen. Und dann habe ich quasi nochmal hinterhergeworfen, wo er hingeschwommen ist in die Richtung und habe mal durchanimiert, also wirklich durch, komplett ohne Pausen und irgendwann hing der Fisch, habe ich ein bisschen ziehen lassen, angeschlagen und zack, ist auch kein Riese, aber schön sind die ja irgendwie alle. Der wollte ihn auf jeden Fall haben. Ein kleiner, aber ein schöner. Ihr habt es wahrscheinlich erkannt, wir sind wieder zurück an der Ausgangsbucht angekommen. Nachdem ich dann da hinten den einen Fisch gefangen hatte, ging da nicht mehr viel in den Bäumen. Aber wir hatten ja hier vorgestern auch gegen Abend erst Aktion, weil wir auch erst nachmittags hier waren. Und deshalb haben wir gedacht, gehen wir da hinten hin und dann gehen wir hier wieder zurück, weil hier auch unser Auto am Ende des Tages steht. Und wir werden hier jetzt noch die letzte Stunde verbringen. Und Josh, direkt mit zwei gestartet. Da ist doch schon mal viel versprechen. Also vielleicht kommt jetzt hier in der Bucht noch der eine oder andere hinterher. Ich habe versucht, mich immer an so einem Fisch anzupirschen. Der steht irgendwo hier vorne im Cover drin. Ich habe den gerade auch schon von der Seite angeworfen, aber ihr seht, wie das aussieht. Da hatte ich auch auf jeden Fall Nachläufer. Bugwelle kam auf jeden Fall hinterher. Ich versuche jetzt mal so einen kurzen Wurf hier hin. Mal gucken, ob der Fisch noch da ist, der hier gerade gestanden hat. Und anscheinend auch reagiert hat auf den Köder. Vielleicht ein Hecht, der hat Josh gestern an einer Stelle gefangen. Oder vorgestern besser gesagt. Oder hinten raubt's. Der Ganzen hat es gerade geraubt. Mal eben gucken, ob ich so weit mit dem Softjerk werfen kann. Ja, fehlen gute 3 Meter. Aber hier müssen wir jetzt auf Zack sein, denn hier ist anscheinend ein Raubfisch in der Bucht. Wacky, wacky, wacky. Oder Softjerk. Hier stehen 2 Stück. Junge, die schießen so ab, Alter. Die sind so spooky. Crazy. Aber nicht mal so beim Aufplatschen auf Oberfläche. Die sind einfach beim Vorbeitwitch mit dem Köder, sind die einfach weggeschossen. Weggeschwommen. Weggeschwommen, Alter. Junge, imagine, er attackiert Pikachu, ey. Er kommt einfach gucken zu Pikachu. Junge, ich kann das nicht mehr, Alter. Das war einfach der erste Wurf mit Pikachu, ne?
Der erste Wurf mit unserem Topwater Pikachu. Und da kommt direkt ein Bass hinterher und guckt sich den an. Aber er nimmt ihn nicht. Aber der ist auch so scheuig. Nochmal mit Wack hinterhergeworfen. Hat auch nicht gebissen. Also, wollte ihn auch einfach nicht. Aber erster Wurf Pikachu hier, das wäre es natürlich gewesen. Er kommt. Ah, er nimmt ihn, Alter, aber so ganz picky. Junge, aber der kommt immer wieder zurück, ne? Ich werde ihn gleich noch fangen. Der stellt sich immer wieder dahin. Nee, der stand wieder hier vorne und ich habe mit Wecki vor die Nase direkt geworfen. Ich habe den nicht überworfen, ich habe einfach direkt vor die Nase geworfen. Und dann kam er gucken. Ich habe einfach liegen lassen auf dem Boden und er ist wieder so, hopp. Ja, ich glaube, ich habe wieder zu früh angeschlagen. Schade, ey, das wäre es gewesen, hier mit Wecki noch einen wegzufangen. Hätte ich ein bisschen warten müssen. Ich habe gesehen, Maul auf, Wurm rein, ich angeschlagen. Ich hätte warten müssen, bis er einfach wegzieht. Sonst hätte ich geheult. Leute, Josh weint, weil er gerade den letzten Bass verloren hat. Und deshalb haben wir jetzt hier Feierabend an der Stelle. Und nicht, weil wir schon dreimal die Abhut versucht haben. Das soll es gewesen sein von dem Spanien-Trip. 4 Tage Bassangeln. Mein Rücken ist durch. Ich sag's euch, zum Nachmachen auf jeden Fall empfohlen. Weil Bassangeln ist einfach geil. Und wir haben an jedem Tag welche gefangen. War jetzt auch nicht zu erwarten unbedingt bei unserem Know-how, was wir dazu haben. Und auch heute nochmal 4 Bass zum Abschluss. Josh natürlich mit 3 gut vorgelegt. Also richtig geiler Trip auf jeden Fall. Und bestimmt nochmal wiederholenswert. Josh hat aber gesagt, wenn dann Sardinien, weil bessere zugänglich. Hab ich gehört. Hat er gehört. Ob so ist, wissen wir nicht. Aber vielleicht auch im Sommer hier. Geil, wenn weniger Wasser drin ist einfach. Ne? Irgendwas machen wir bestimmt nochmal. Also, auf jeden Fall geil. Bass angeln. Wir sehen jetzt zu, dass wir uns eine Pizza holen in Spanien, denn da habe ich gehört, da isst man halt immer sehr gerne. Da gibt es nicht die besten Pizzen. Und dann wird Koffer gepackt und morgen geht's für uns zurück. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen. Lasst auf jeden Fall Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schreibt Kommentare, was auch immer. Und hier, Joschka, den streicheln wir. Arrivederci. wie der Spanier sagt. Ich bin aber nicht drauf. Ich wollte die auch nicht machen, ich habe mir gerade ausgedacht. Die Bauchtransition. Die Bauchtransition, kennst du nicht so? Alles hier, ich weiß, die ist geil. Ich hab Wasser im Ohr. Hast du Wasser im Ohr? Und will Pizza. Ich muss mal starten. Die Bauchtransition lass mal weg, ich glaube, die ist nicht cool. Guck mal, so filmen, Alter. Nee, sieht mir die Berge nicht. Arrivederci, a España, wie der Italiener sagt. Wie der Italiener sagen würde, Mann. Warte, ich war noch nicht fertig. Der würde ich mein Spanisch gar nicht, ne? Weil es Italienisch war. Aber nee, nicht mal. Weißt du warum? Wie ist nicht? Was ist das denn? Du hast gesagt Averi. Arrivederci. Was ist das denn? Arrivi. Wie? Ich kann da nicht mal anfangen, Alter.